Jo, und was geht? Euer Karasu ist wieder back am Start mit Guardians of the Galaxy, The Tattle Serie. Und wir haben ja in der letzten Episode Folge 2 beendet. Wir haben ein bisschen erfahren, was mit Rocket passiert ist damals. Er hatte ja eine kleine Freundin, die er auch retten wollte. Aber die Schmiede der Ewigkeit, ja, sie funktioniert halt nicht immer so, wie sie sich dachten. Also, dass sie irgendwie jeden wiederbeleben. Sondern sie braucht wohl angeblich irgendwie welche Seelen. Und dann ist sie aufgeladen und kann dann irgendwie, ja, benutzt werden, um andere wieder zu beleben. Hat bei Rockets jetzt nicht funktioniert. Wir werden in der dritten Episode wahrscheinlich mehr auf Gamora eingehen und natürlich ihre Schwester oder Adoptivschwester, sagen wir es so. Stiefschwester. Stiefschwester, genau. Stiefschwester ist das richtige Wort. Ja, Gamora und, wie ist die nochmal? Nebula. So, mal sehen. Wir starten erstmal Folge 3. Mal sehen, was uns jetzt hier erwartet. Und ob wir damit zurechtkommen. Previously on Guardians of the Galaxy. You don't know a lot about me, but before I met you guys, there was someone. She's gone now, but maybe with that relic I can make her ungone. Okay, es ist ja nochmal eine kleine Zusammenfassung. War, glaube ich, bei den anderen Episoden war das, glaube ich, nicht. War es so? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls zeigen sie nochmal alles so, was wir in den letzten beiden Episoden erlebt haben. Hier natürlich mit seiner Mutter und Rocket haben wir auch eben gesehen. Thank you, baby. The Eternity Forge resides here. Pending such. Und da sehen wir es mal. Und daran denke ich nämlich, dass es mehrere Seelen braucht, um diese Schmiede zu aktivieren oder sie aufzuladen. Weil wir sehen ja drei andere Leute da und dann entsteht halt nur einer, ne? Come find me, Peter. Be waiting for you. Genau, das haben wir auch noch. Die Mutter, oder sie hat uns in die Träume gesagt, angeblich die Mama von ihm. Wir sollen sie finden, oder wir sollen sie suchen und finden. You're nearly there, Peter. I got it, Mom. Thanks, baby. Ah, okay, wir sehen eine neue Erinnerung aus der Vergangenheit. Another headache? Just a little one. Stop worrying. It's fine. Just took me by surprise. Ich hoffe, dass es laut genug ist für euch. Ich weiß jetzt nicht genau. Ja, jetzt habe ich natürlich verpasst, irgendwas zu antworten. Dann antworte ich halt gar nichts. Auch gut. Ja, man soll ja auch ab und zu mal nichts sagen. Okay, habt ihr eben gesehen, da war eben, da war eben da hinten, Game Tester. Your job is your dreams. Ich werde brav sein, wie den, ja. Machen wir mal den Braven. Also, falls ihr Game Tester wird, ruft diese Nummer an, ja. Und dann könnt ihr Game Tester werden, ja. Ist der Job eures Traumes. Hey, Pete. Wahrscheinlich scheint das hier irgendwie so ein Retro-Laden zu sein. Ja. Sure is a nice thing to do for your mom. How's she doing anyway? Okay, wir können ja mal ein bisschen mit ihm reden, ne? I'm sorry to hear that, Pete. Well, I'm sure this is gonna make her feel a lot better. Music's got some powerful mojo. Musik hat Mojo. Mojo, das fällt mir gleich wieder hier Austin Powers ein. Hey, Petey! Mm,
Da ist der Typ, war wahrscheinlich aus der Schule. You make that mix for your boyfriend? So what if I did? You got some kind of problem with that? I got a problem with you. Okay, er will sich prügeln, ja? Break it again? You afraid I'm gonna hit you again? Listen to you. Pretending you got balls. Hey, how's that lip doing? Give me that. Du bist so langsam, Digga. What are you doing here anyway? You don't have money. Everyone in town's talking about it. Your mom can't even pay her medical bills. She's been going door to door asking for help like some pathetic loser. She's probably Alter. Off looking for change in the sewers right now. Yeah, maybe she'll get lucky and find a quarter. Don't make me hit you. Oh, you're threatening me now? Go on, take a swing. I won't even feel it. You gonna cry now? Huh? Ja, sollen wir jetzt die Worte oder die Fäuste benutzen? Er hat's einfach verdient. Er hat die Schnauze voll verdient. Weil so ein Rüpel muss man immer in die Fresse hauen. Ist einfach so. Ja, damit die lernen das nicht anders, ne? Die machen dann immer weiter, bis sie dann wirklich mal eine in die Schnauze kriegen. So, mein Freund, ja? Hey, stop! I didn't mean what I said. I'm sorry. Peter! Na, was denn? Du Penner. Der hat's verdient, Mama. Der hat's verdient. Ganz einfach. Peter. Answer me. He was saying mean stuff about you. About our family. I did this for you, Mom. I don't care what he said. Those are just words. Trotzdem. And this is the last thing I ever would have wanted. Are you okay? I think he might have broken my jaw. We talked about this, Peter. You promised me you wouldn't fight. And look what you did to that poor boy. I can't believe you. Ja, jetzt sieht's Mama schlechter, weil sie aufgeregt hat. Wegen diesem Pisser. Oh so. God. I'll call an ambulance. You're so close, Peter. Ach, jetzt sind wir wieder. Ja, aber ist doch wahr, ey, keiner hätte sich das gefallen lassen, also wirklich. Das war unter der Gürtellinie der Penner und das hat er einfach verdient und er wird uns nicht normal anfassen oder beleidigen oder sonst dergleichen. Folge 3, mehr als ein How did I get home? Okay, wir müssen selber laufen. Ist ja nicht so schlimm, also komm. Ja. Hey. Sorry, I didn't catch that. This temple is really messing with my head. Again. What'd you say? Mm-hmm. Hello, Gamora. Whoa, hey, Gamora. Come on, what? Nebula. What are you doing? You can do better than that. Bin ich Nebula? Not Nebula. It's me, Peter, who you like a whole lot and definitely do not want to kill. Oh, gerade so ausgewählt. This isn't fair. I don't have a sword. Sollen wir uns mal pieksen lassen? Was passiert denn, was Lust hier? Wait, Gamora. Cool. Komm schon, Digga, komm schon! Drück, 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 drück! Ja. Ah, schön. Wieder nur eine Vision. Hm. Von ihr? Nee, sie, der. Ach so! Sie ist in ihre Vergangenheit. Also, sie ist in ihre Vergangenheit gefangen und denkt, dass es Nebula ist. Nebula? Ach, guck mal, da ist er ja noch ganz. I want to use what you've taught me somewhere outside of this room.
I'm sick of just doing the same thing over and over, every single day. Be patient, Nebula. You'll get your chance soon enough. So now I need patience, too? Sehr schön, sehr elegant rübergesprungen. Oh, das war knapp. Looks like you've lost your touch. Hardly. Och Mensch, ey, diese scheiß Autos, ey. Oh, schön ging das Bein. That was actually a little impressive. Just a little. Oh, jetzt müssen wir hier auch wieder drücken. Ja, so haben sie sich immer gegenüber gestanden, halt immer gefightet, ne? Nebula hat. Wir lassen Nebula einfach mal gewinnen. So. Great. Nebula, you have grown so much. Father. You may yet be the greatest assassin in the galaxy. Don't you agree, Gamora? I do. She's come a long way. What a pleasant surprise. Perhaps being bested by your sister recalled the importance of humility. I have a mission for you. You will go to a Kree outpost on the planet of Phalion. There you will find General Tarval. He has come into possession of something I require, a device. Gamora, you will fetch the device for me. You, Nebula, you will kill the General. Thank you, Father. I promise you, I will succeed. I know you will, daughter. Gamora, you were always my favorite, but you have become cold, distant. Father, I don't think this is a good idea. Nebula isn't ready. She's impulsive, reckless. Do not question my judgment. You have lost any confidence I had in you. Go and prepare. You will head out immediately. And Gamora, I know you no longer care. But if you fail, your sister will pay for your missteps. Tell Nebula I wish to speak with her. Also wenn wir versagen, dann muss Nebula dran glauben. Also musste sie immer gewinnen. What's going on? I couldn't hear you, but Father, he didn't look happy. Gamora? Thanos wants to talk to you. To me? Keine leichte Situation, ne? Für Gamora. Also wenn ihre Schwester ihr wirklich so viel bedeutet, oder ne, ist ja nicht ihre richtige Schwester, aber die sind halt zusammen aufgewachsen. Kriegstadtpong. Phalion. I guess this is it. My chance to prove myself. Or fail miserably. Ich bin bei dir. Keine Sorge. Don't worry, Nebula. I've got your back. No. I've got to do this myself. It's what I've been training for. I won't let Father down. Let's just do this. Ja, natürlich. Als wenn es keiner gesehen hat. Hinter dir. Die sehen das nicht, ne? So blindlos.
Ach du Scheiße. Okay, wir haben das Q vergessen zu drücken. Und deswegen ist er gestorben. Okay, also wir können auch hier ratzfatz sterben. Wir müssen schon richtig drücken. So, ach ja, den speichert er. Ja, okay, alles klar. So, dann holen wir uns mal den nächsten hier, wa? Ja, schön zack, bumm. Und das hört er rum dann nicht? Also das hört er einfach nicht? Jetzt ist noch ein Nebel, oder? Achso, die kämpft da oben. Also gut, sie macht mehr Krach, ne? Oh oh, oh 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 oh. Okay, wir sind noch gut dabei. Oh, zack, zack, hoch hier. Nebula! Und schießen? Sollen wir schießen? Ja, wir schießen. Wir haben sie gerettet. Sieht sonst was. Schuldig. Nebula! Nebula, are you alright? Are you hurt? Why? Why did you do that? What? I had him. That was my kill and you took it from me. Father will be so upset with me. Tarval was about to kill you, Nebula. I just saved your life. I know you want to impress Thanos, but trust me, he is not worth dying over. Father. Nee, der ist nicht dein Vater, Junge. Das ist ein Arsch. Oh, sie ist wieder angepisst. Danke. Give me the device. Nebula, what are you doing? You took my kill. Give me the device in exchange. Give it to me. Now. I'm not asking here. Do it. Na, weigern oder ihr das Gerät geben. Gamora, hand it over. Fine. Here. Hier, nimm das Scheißdreckding und dann ist gut. Hey, it's going to be fine. We're going to be okay. Hm? Nee, komm. Das ist nicht passiert. Ach komm schon, das hat sie nicht gemacht, oder? Nee, ich glaube nicht. Nein, nein, nein. Sonst wären wir ja nicht hier, ne? You slapped me. Du hast mich geschlagen. So, kriegt auch nochmal hin. I was trying to snap you out of it before you killed me. Well, that's not the way to do it. Na, was denn? Well, apparently it was. Stop. Stop slapping me. Stop it. Okay. Uncle. Oh, Mann. Und dann gibt's uns noch eine. Jetzt hat die schon zwei Vorsprung. I don't know what happened. One minute you and I were walking into the temple, and the next yeah, I was... Yeah, I know. Wait, were you... Did you see all that? My memory? Are you okay? I've been trying not to think of that day. Because I really want to fix things with Nebula. But seeing that... She thought I was being selfish, taking away everything she worked so hard to achieve. That's why she turned on me. Sie hat versucht, dich zu töten. Vielleicht hast du einen Fehler gemacht. Du wolltest sie beschützen. Na, rein theoretisch wollten wir sie nur beschützen vor Thanos. You were just trying to protect her. You can't blame yourself for that. I'm not so sure. That last moment, it became everything. All I remembered of her. There were times we were happy, despite Thanos.
Despite everything, we had each other. Maybe I could have done more. Been more honest with how I was feeling. Stop just seeing her as someone I needed to protect. Ja, man kann die Vergangenheit aber nicht ändern. Ne? Ist halt ein Problem. Die Vergangenheit, darum liegt sie auch in der Vergangenheit. Es gibt keine Zeitreise. Jedenfalls nicht im Echt. Nebula is who she is because of me. That hatred, that coldness, her inability to trust anyone. She is Thanos' daughter. Who else could she be after I betrayed her? I failed her. Listen, you are my friend. And I don't make friends with failures, okay? I don't think that's true. Look, the point is, no matter what you did in the past, I will always stand by you. You're awesome. I'm proud to call you my friend. That is so cheesy. I know, but I think I've made my point. Now, come on. Let's figure out why the Forge brought us here before things get even more... weird. Oh man, my mom loved this song. She played that record non-stop. Kirsche? Peter, wait. This place, it seems to be using our memories against us. We don't know what we'll find inside, or why it's been drawing us here. There are powerful forces at play here. Wir sagen mal lieber nichts dazu, ne? Also, wir bleiben mal hier ein bisschen dezent.